Beide stehen sie unter dem Schutz des heiligen Josef. Das ist aber nicht das Einzige, was die Krankenhäuser in St. Vith und Prüm verbindet. Ich habe mal nachgeschaut. Wir arbeiten jetzt seit genau 21 Jahren zusammen. Und die ersten Schritte gab es mit dem ersten CT-Scanner in St. Vith. Und immer wieder dazwischen hat es Momente gegeben, wo wir neue Ebenen der Zusammenarbeit gefunden haben. Das gilt etwa für den Aufbau eines teleradiologischen Netzes. Es ermöglicht einen elektronischen Austausch von Röntgenaufnahmen. Die Daten aus Prüm werden elektronisch ins St. Vither Krankenhaus geschickt und dort analysiert. Die Grundversorgung als solches ist in beiden Krankenhäusern ja gleich. Die Spezialitäten, die wir jetzt auch haben, die wollen wir mehr im Fokus haben. Das heißt, wir haben einen Bereich der multimodalen Schmerztherapie bei uns, die es hier in der Klinik nicht gibt. Auf der anderen Seite gibt es hier eine psychiatrische Abteilung, die wir auch mit nutzen können. Also da kann man sich sicherlich sehr gut ergänzen. Neben dem Wissenstransfer und gemeinsamen Schulungen wollen die beiden Krankenhäuser auch ihre strategische Ausrichtung abstimmen. So sollen die jeweiligen Kompetenzen in medizinischer Dienstleistung und Ausstattung wechselseitig genutzt werden können. Da sehen wir auch den Hauptgewinn einer intensiven Zusammenarbeit, weil man andere Berufsgruppen womöglich ansprechen kann, dass man Spezialitäten heranziehen kann, die keinen vollen Arbeitsauftrag in einem einzigen Krankenhaus haben und. Auch an Geräte kann man da denken, Zusammenarbeit, die wir jetzt schon ganz praktisch mit Prüm pflegen. Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen den Krankenhäusern in St. Vith und Prüm ist ein Interreg IV-Projekt mit dem Namen SAN-Transfer. Es zielt darauf ab, den Zugang zu grenzüberschreitenden Gesundheitsleistungen zu erleichtern, so wie es schon im französisch-belgischen Grenzraum vorexerziert wurde. Dr. Albert van der Putten, ärztlicher Direktor an der Klinik in St. Vith, hofft vor allen Dingen, dass die Ärzte mobiler werden und möglicherweise an beiden Standorten ihre Dienste anbieten können, auch wenn das leichter gesagt als getan ist. Man muss bedenken, jeder Arzt muss in dem jeweiligen Land anerkannt sein, eingeschrieben in Ärztekammer und so weiter. Man darf nicht einfach, nur weil man ein Diplom in einem europäischen Land hat, einfach Medizin betreiben in einem anderen Land. Die jeweiligen Länder haben ihre Regel, die müssen die Ärzte auch einhalten. Da, wo es dann interessanter wird, ist, wenn man angeschubst wird und ein Rahmenabkommen hat, um das auch zu vereinfachen. Die größte Hürde sei die unterschiedliche Finanzierung der Krankenhäuser. Hier lebe man in zwei verschiedenen Welten. Auf einem anderen Blatt stehen auch Fragen, die sich der Patient notgedrungen stellen muss, wie die nach der Eigenbeteiligung. Ganz deutlich wünschen wir auch, dass es ein belgisch-deutsches Zusammenarbeitsabkommen geben wird, das uns die Arbeit auf dem Terrain erleichtern kann. Man denke nur an Fragen wie zum Beispiel Haftpflicht, Arbeitsrecht, Steuerrecht. Es sind so viele Punkte, die geregelt werden müssen, die über unsere Kompetenz deutlich hinweggehen.